du da, Henry? Ich dachte, meine Vorhänge könnten mal gewaschen werden. Ich bin beeindruckt, Henry. Was macht der denn da drin? Keine Bewegung, du Zwerg. Betreten verboten. Aber ich brauch doch den Staubsauger. Das ist echt gemein. Tag 3. Und Peter hat nun schon 3 Sterne. Aber unser Henry steht immer noch in den Startlöchern. Ja. Juhu! Sieh mal an, was ich noch fand. Ja! Bald essen wir im Burgerschlemmerland. Das denkst du vielleicht. Jetzt wird er nervös. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich noch einen kleinen Plan. Peters Bild von dem lustigen Hippo hängt auf der anderen Seite dieser Wand. Und jetzt warte ich einfach. Oh, es ist alles absolut perfekt, Peter. Jetzt! Peter steuert mit 4 Sternen zielsicher auf den Sieg zu. Henry dagegen hat keinen. Da wird sich Henry schon was ganz Besonderes einfallen lassen müssen, wenn er Burger schlemmen gehen will. Vergiss nicht, heute kommt Louis zum Spielen, Henry. Oh nein, nicht der lustige Louis. Der hat bestimmt seine Scherzartikel dabei und bringt mir mein ganzes Zimmer durcheinander. Ach, woher denn? 4 Sterne. Am liebsten mag ich Kartoffel-Kohl-Auflauf. Juhu! Hey, nicht so schnell! Magst du mal riechen? Nein, danke. Spielen wir doch irgendwas im Garten. aber es regnet. Komm, wir werfen ein bisschen. Nein! Wir setzen uns hin und reden nur. Na gut. Ist alles in Ordnung, Henry? Dein Zimmer sieht so komisch aus. Ja, es ist aufgeräumt. Wer will schon ein aufgeräumtes Zimmer haben? Meine Mutter hat gesagt, wenn es eine Woche lang so bleibt, darf ich zum Burgerschlemmerland. Burgerschlemmerland? Das ist die Sache wert. Außer mein blöder, kleiner, schleimiger Bruder bekommt mehr Sterne als ich. Wie viele Sterne hat er denn schon? 4. Und du? Keinen. Dann müssen wir uns jetzt aber was ganz Besonderes einfallen lassen, damit du zum Burgerschlemmerland darfst. Aber was? Vertrau mir. Da bin ich ein Fachmann. Mach's gut, Louis. Und danke. Bis dann. Und viel Glück. Also, ich muss schon sagen, Henry, dein Zimmer ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Danke, Mama. Aber Peters Zimmer ist auch ordentlich. Hä? Das ist aber komisch. Weil ich sehe, wie sehr du dich bemüht hast, Henry, gebe ich dir einen Stern. Aber das reicht nicht, um Peter zu schlagen, habe ich recht? Vielleicht beim nächsten Mal. Mama! Ich komme, Peter! Peter! Aber... Wie sieht es denn hier aus, Peter? Ich hab meinen kleinen Bruder endlich geschlagen. It's so easy being me. I'm Henry. Ui!
gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sepper-Marathon verpassen? Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, dorme. Sing, Peter, sing. Sonne, le Martine, Sonne, le Martine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne, le Martine. Peter, nicht. Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Sepper sehen. Juhu! Schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Oh, Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Ich verpasse Rapper Sepper. Wie kriegen sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. It's so easy being me. I'm Henry.
Henry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und habe nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Oh. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair! Die Zahnfee hat mich ausgetrickst! Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypothetisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? No. Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich habe den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Jetzt habe ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich habe die Zahnfee ausgetrickst. Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry, wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst? It's so easy being me. I'm Hard Henry. Ich
mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was, du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar, wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry, du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich habe Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater deinen Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist. Schmeckt toll. Guter Tee, Wilhelm. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte es verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey, Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und hängen es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig. Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja! Wir müssen das ganze Land überzeugen und dann die ganze Welt. Denn ein Tag ohne Zahnpasta ist wie... habe ich irgendwas Witziges gesagt?